willkommen zu Dying Light 2! Dying Light 1 und Red Dead haben wir ja schon auch gespielt. Und zwar findet ihr auch was auf meinem Kanal. Und ich würde mal fast sagen, wir gehen mal rein. Ich habe es gestern, muss ich zugeben, angetestet. Ich glaube, den Streamer-Modus habe ich sogar an. Ich gucke extra nochmal. Ich habe keinen Bock auf Claiming des Todes. Audio. Ja, habe ich alles an. Deswegen sieht mein Charakter auch so aus, weil die will ich nämlich spielen. Aber wir machen das, nein. Ich würde gerne von neu anfangen. Wo kann ich denn von neu anfangen? Nein, ich will nicht von... Nein! Schlechter. Ach, guck mal da. F2 kann ich löschen. Einmal bitte löschen. Ja. Gut. Gehen wir direkt rein. Ich freue mich auf... Let's go! Human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Can you catch me? Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Okay, gut zu wissen. I see mein Charakter. There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? There's a 71 happy consumer! We have a bunch of passengers. Keine Verbindung oder die sind Hochnummer. Yay! Willkommen zu, Dead Island 2. Wählen Sie ein Hela-Splitter. Ich gehe mal davon aus, alle, die wir gesehen haben, können wir spielen. Jacob, persönliche Fähigkeiten. Animal. Jacob enthält einen stapelbaren kleinen Schadensboost, wenn er eine Rasereiverfolge angreift. Kritischer Gewinn. Jacob kritischer Treffer erhalten einen moderaten Boost für kritische Schaden und füllen Ausdauer auf, solange seine Ausdauer nicht niedrig ist. Widerstand hat er ganz Leben hat er voll hoch. Wen haben wir denn noch? Bruno. Verrat. Bruno hält einen moderaten Schadensbonus, wenn der Zombies von hinten angreift. Schnelle Vergeltung. Bruno Beweglichkeit und Aufladen seiner schweren Angriffe enthalten einen Boost, wenn er Angriffe mit einem Block oder Ausweich manövriert. Dann haben wir Carla. Carla Moshpit. Carla erhält einen kleinen Schadenbonus, wenn mehrere Zombies in der Nähe sind. Carla erhält einen moderaten Zähigkeitsboost, solange ihre Gesundheit im kritischen Bereich ist. Ja, nein.
Und dann haben wir Danny. Danny schwere Angriffe lösen beim Auftreten eines kraftvollen Explosions aus. Danny gewinnt Gesundheit zurück, wenn sie mehrere Zombies in rascher Folge tötet. Regenerationsfähigkeit. Ausdauer. Ja, Ausdauer, glaube ich, ist ganz gut, wenn wir von denen wegrennen. Außerdem fand ich die eh schon. Ich fand die schon vorhin cool, weil der Style ist so richtig geil von dem Charakter. Deswegen nehmen wir die jetzt einfach mal. Bin ja mal gespannt. Für mich geht nichts über das Dead Island 1 und Riptape. Oh Gott. Christ. Bandage. Okay. Es ist auf jeden Fall sehr bunt. Du verblutest. Ach wirklich? Ich habe das was zur Deko, dieses Teil in meinem Bauch. Neues Piercing oder so. Normalerweise wirst du... Deswegen zieht man ja auch nichts raus. Manchmal weiß man bei dir nie. Hey Flo, was weiß man bei mir manchmal nie? Okay, unser Charakter überlebt. Okay, wir sind an... Was Deko ist oder nicht? Aha. Hier haben wir gar nichts. Oh, yes. Someone else made it. Ich will ja nichts sagen, aber das Dead Island sieht schon sehr bunt aus. Oder es liegt einfach daran, weil gerade die Sonne untergeht. Das kann natürlich auch sein. Aber es sieht alles sehr, sehr bunt aus, finde ich. Hallo? Hey! Over here! Time to be losing it, Danny. Another mirage. Ich wollte gerade sagen. Jesus. Das war nicht gut. Something to smash, huh? Then I need something to smash it with. Wenn es geht nichts über Dead Island 1 und Dead Island, It's not hoarding, if I'm sure I'll use it someday. Das sind für mich einfach die Spiele, die halt so richtig viel Bock machen. Metall. Ich höre jemanden schreien. Wenn das Spiel zu laut ist, müsste das sagen. Dann mache ich das einen Ticken leiser, genauso wie andersherum. Ich sehe einfach nichts. Oh, nee. Ich sehe ja nichts. Lecker. Ich habe mich nicht erschrocken. Junge. Ich habe nicht eine Dings über den Flugzeugabsturz überlebt, um dann irgendwie mich rosten zu lassen. Hier ist nix. Alter. Weiter. Die Überlebenden sind ganz in der Nähe. Okay, gehen wir mal. Das hält nicht irgendwie über mich zusammen. Hallo? Wo komme ich hin? Ach da. Wie wird das? Almost there. Will you stop firing those bloody flares? What? Stop firing those flares. Ich bock. What was that? There's something in the plane. Stay back. Halt, ich kann nicht wie so Forrest die Dinge aufmachen. Oh, Medikit nehme ich auf jeden Fall. Ist es sonst noch irgendwas? Eigentlich ist das eine ganz dumme Idee, in einer Zombie-Apokalypse mit Leuchtsignalen durch die Gegend zu ballern, weil die Zombies das nämlich genau wissen. Hallo, hier bin ich. Freibefehl für alle.
Anyone hurt? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Danny. This is fucking tremendous! Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker! Would you stop standing there and find me some fucking shoes? You're right, boy. You got blood coming out your ears, like. What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, okay, Max. What am I going to do? Not stand around here like idiots. People, this is Emma Jaunt. Grand. Of course, you know what a huge star she is, Romero winner, no less. We need to get her home to safety. What was that? Careful. Let's give it a lash. Whoa, hey. Oh, er lebt noch. My wife. Okay, er sieht aus wie ein Polizist. Ja, ich glaube, die Frau ist nicht mehr. Oh, Jesus. She's got a pulse. Small mercies. Give us a hand, then. Michael, help. Ready? Lift. It's too heavy. Das hört sich überhaupt nicht geil an. We need to go. Look, we can't just leave him here to die. I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Klar, die Welt braucht einen Superstar. Alles ist voll mit Zombies, aber Hauptsache einen Superstar. Der soll überleben. Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. With friends like you, I'll need it. I'll call the army, send help. Go. Hey, are you Emma Jaunt? What the fuck? Sure, fantastic. No bother at all. Off you go. Ach shit, da ist direkt einer. A fellow survivor. Looks like they're in shock. Wie? Du hörst doch schon, dass das keiner ist, der überlebt hat. Das ist doch never ever einer, der überlebt hat. Das hörst du nicht. Hello there. Oh, scheiße. Oh, du musst ja richtig klick können. Aber Aufstieg. Oh, scheiße. I need a better weapon. Ein Hammer! Ach du Scheiße! Hallo! Aua! Aua! Komm schon, haut. Soße? Ich bringe sie alle um. Was? Okay, ich habe ein paar Waffen. Oh, hi. Ich weiß zwar nicht, wie ich mich heilen soll, aber heyo. Smash, bam. Oh, Scheiße. Oh, la, la. Moi! Mosch, mosch, mosch! Plage dir das Bannerrad durch. Das Bannerrad. Und smash! Meine schöne Schuhe. Welches brennende Rad?
If I knock that tire down, it'll barbecue them. Junge. Ach, mein Stärker krieg ich wieder. Das ist ja schön. Fuck the lot of you. Right. Ach, guck mal da. Oh, wie schön. Ich habe wieder mein ganz normales Handrad. Das ist ja geil. Hey, Black. Okay, gehen wir mal. Ich habe irgendwas gelesen mit Leichen am Boden. F lassen irgendwas fallen, aber... Oh, fuck's sake. How are we meant to get out of this, like? Jesus. Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, God. Habe ich mich erschrocken. This happen? It's not meant to be like this. Deep breaths now. Have some water. Dem fehlt hier so ein Stück. Wake up now, Björn. Can you hear me? Have a little drink of water for me. Sie ist ein Zombie. Sie ist ein Zombie. Aua. Aua. Genau deswegen tragen Frauen gerne Absatzschuhe. Fuck me, I was trying to help you. Kann man den Kopf von den Menschen so leicht zermatschen? 66 Alpine Drive. Bescheidene Frage, sind die Charaktere da auch total immun wie im ersten Teil oder kann ich mich verwandeln? Hey, willkommen bei Dead Island 2! Jetzt habe ich wieder Bock auf den ersten Teil. Sicherung kannst du bei Händlern erwerben. Damit öffnest du Sicherungsräume. Das sind Vorratsverstecke. Jo. Wir sehen sehr lebendig aus. Von VR-Spiel müsste das geil sein. I've woken up in worse places. Bel Air. Ach, wir sind in Hollywood. Oder in Amerika auf jeden Fall. Wo in Bel Air bist du? Auf den Hollywood Hills. Ah, guck mal, ich habe eine Karte. Okay. Da bist du. Emma-Wohnung liegt auf der anderen Seite des Anwesens. Du musst dich durchkämpfen, um dorthin zu kommen. Hey, du kannst einen Wegpunkt setzen. Ja, das weiß ich. Machen wir... Wie setze ich denn den Wegpunkt? Ich muss Enter drücken dafür? Das ist ja mies. 70 Alpine Drive. Legend. If I cut through this place, I'll come out right by Emma Johns. Sicherung. Das hört sich sehr berauschend an. Das hört sich alles sehr berauschend an. Hier, da komme ich nicht rein. Ja, wir kommen bei Dead Island 2. Open Sesame. Durch die Werkstatt. Circuit Breaker. Genauso stelle ich mir eine amerikanische Werkstatt vor. Oder... Garage, was auch immer. Erstmal hier alles mitnehmen, was wir finden. Oder ihn kann ich nicht. There you are. Hab ich sonst noch irgendwas? Alles mitnehmen, was geht.
Ich sehe schon wieder kommen, dass wir Sachen irgendwie mitnehmen müssen. Oder zum Verbessern haben. Und ich habe nachher nichts zum Verbessern. Ich nicht gründlich genug geguckt habe. Also wie in Dead Island 1. Ich habe kein Money, um meine Sachen zu verbessern. Ich meine, was ist das auch für ein Glücksfall, dass wir ausgerechnet... Dodge plenty of punches and mosh pits. Hallo. Ah, la 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 la. Alter. Ich glaub, kritischer Treffer. Ich hätte gerne wieder die Item mit den Messern, die war einfach legendär. Die Frau mit den Messern in Dead Island war einfach legendär. Außerdem hat sie die meisten Schaden gemacht. Ist hier sonst noch irgendwo was? Du siehst, nicht aber. Aber das Spiel gerade. Ach du Scheiße. Bleib liegen! Aua. Ich will ja nicht sagen, dass das knapp war mit meinem Leben, aber das war ein bisschen knapp. Ich hoffe, ich krieg nachher wieder Pistolen und Messer. Ich bin nicht. Bin nicht so der. Bin in den passenden Schlüssel. Ist das jetzt so eine Asiqua-Tutorial? Weil der zeigt mir auch an, wo ich langen muss. Das ist ein bisschen doof. Hallo? Ich würde das gerne selber herausfinden. Die obligatorische Cola in Dead Island. Oh Gott, da läuft das. Can't get through here. Hey, anyone in there? Ja, da ist jemand drin. Das hört doch schmatzen. Magnetic lock. Someone went all out. Bring in den Panikraum ein. Soll er einbrechen? Wie denn? Jetzt mal genetisch was für sicher. Ups. Oh. Hitting stuff solves everything. Oh, hi. Bleib liegen. Autsch. Tot? Tot. One less melter in me way. A keycard. This panic room definitely lived up to its name. Okay, ich habe Musikdinger gefunden. Was eine eklige Audioaufzeichnung. Werkbank, repariere, optimiere deine Waffen. Warte mal, das muss ja dann. Oh, Alter. Alles klar. Werkbank, optimiere deine Waffen. Ah, ich habe einen Rucksack. Okay. Quest? Fähigkeiten! Okay. Kann die entsperren. Herausforderungen. Sammlerstück. Aufzeichnungen. Der Anfang. Zombiepedia. Schlechter. Ah, Danny. Okay.
Pamela-Stück. Okay, ich weiß aber nicht, wie man an der Werkbank irgendwas herstellt, ist die Frage. Was mich ein bisschen irritiert, ich bin da einmal, da will ich hin. Ich kann da nichts verbessern. Aber ich habe wieder dieses obligatorische Zahnrad, das ist sehr cool. Da bin ich mich jetzt erschrocken. Ja, dann würde ich mal sagen, ach nein. Was bist du denn? Okay, das Zermetzeln in Dings 1 in Dead Island 1 macht mehr Spaß. Sind so. Hallo. Oh, die lassen auch Geld fallen. Sehr cool. Hier schmatzt irgendwas. Bin ich die Einzige, die das hört, aber hier schmatzt irgendwas. Bloß umgucken. Was sagt denn mein Chat dazu? Weil mein Chat ist natürlich wieder live dabei. Was sagt denn mein Chat zu dem Spiel, so vom Aussehen? Emma's place should be through here and out the back. Ah, muss ich doch durch das Anwesen. Sicherungskasten. Tür ist verschlossen. Finde eine Sicherung, um sie zu öffnen. Okay. Oh Gott. Hello there! Nein, ich muss das. Oh. Bräuchte mal so lange ein paar neue Waffen. Gut, dass ich die meisten hiervon noch mit der Hand schlagen kann. Sachen sind alle kaputt. Oh, call my name, are you, Mr. Sword? You sexy thing. Da ist doch eine verpickte Werkbank. Oder ist die. Das ist nicht die Werkbank, oder? Das hier soll. Doch, das ist die Werkbank. Aber wie kann ich die. Hä? Wie benutze ich diese Werkbank? Ich würde gerne meine Sachen reparieren. Das wäre ganz cool. Werkbank, eine Minute. Oder ist sie über uns? Ne, das ist doch die Werkbank hier. Verprüge ich. Egal, verprüge ich sie einfach alle mit meinem Brot aus den Händen. Und drehe allen den Hals um. Ich glaube, das klingt doch nach einem vortrefflichen Plan, oder? Das hört sich an, als würde hier einer durch die Wohnung rennen. Hallo, ich bin's. Ah. Walk it off, Danny. Walk it off. Hallo, ich bin der Kammerjäger. Leber. Hallo. Okay, wie komme ich da rein? Okay. Junge, hört sich das gruselig an, wenn er so rennt. Zum Fick ist das? Hier geht noch von der anderen Seite. Habe ich irgendwie sowas? Okay, ich kann. Ach, guck mal da. Kann ich die? Ich kann die nur tauschen und ablegen. Nein, ich wollte die ablegen. Da
gleich mal gucken, was so am wenigsten Damage macht. Rufgegenstände, Verbrauchsgegenstände, Teile. Schlüssel, okay. Ich hab die jetzt einfach mal liegen lassen. Das hätte ich irgendwie nicht so. Wenn ich da lang muss, dann gehe ich da nicht durch. Emma Jones is to the left. Unless I miss the mark. Geh her. Also, es ist eine geile Aussicht auf jeden Fall. Wer so ein Haus hat, der hat schon was erreicht. Obwohl ich glaube, dass die Häuser in Amerika gar nicht so billig, also gar nicht so teuer sind, meine ich. Irgendwie hört sich das ja alles so komisch an. Finde einen Weg aus dem Anwesen. Junge! Hör auf, mich so zu erschrecken, du blödes Kackmistvieh! Nix da. Nix da. Hier. Ich habe mich nicht erschrocken, ich habe es mit Fassung genommen. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Du hast aber ein schönes Lächeln. Was ist das für ein Geräusch? Oh, das macht mich kirre. So, das ist ein Energy Drink. Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich da unten hin muss. Ich gehe mal hier hinten hin. Okay, ein bisschen habe ich noch. Gucken wir mal da vorne. Yes, I'm a disaster. I need some relief. Oh, Matron. Okay. Oh Gott. Wanna have a sit? Ah, das ist die Tür. Die Tür ist verschlossen. Ich vermisse dieses obligatorische in den Kisten rumwühlen. Wisst ihr, was ich meine? In den ganzen Koffern, wo das Geld drin war und alles. Fuck off, would you? Ich vermisse trotzdem irgendwie dieses obligatorische. Ja, dass du dich erschreckst, Starcloud, das ist normal. Def not the right pool for a quick dip, no matter how hot it is. Können die ertrinken? Au. Die können ertrinken. Ui. Nein, ich bin da drauf. Ui. Bin da drauf. Ja, ich freue mich, aber ich erschrecke mich genauso. Ich kann da nicht drauf. Das ist frech.
Da ist noch was? Hä? Warte mal. Oh! Oh Gott, jetzt. Alter! Mein Gott! Ey! Frechheit! Oh, ich bin kein fetter Flamingo. Ich bin eine Grazie der Grazie. Ich wollte gerade sagen, mit dem Kö kannst du doch bestimmt auch jemanden erschlagen. Oh. Ich bin keine Ziege. Mein Chat ärgert mich. Ich bin doch keine Ziege. Oh, oh Scheiße! Mein Skull! Juppe. Mal hier alles einsammeln. Ich bin sehr gründlich heute mit dem Gucken. Oh, Affäre, gut. Na, 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 na. Aber nicht schon da. Ich meine, das war ja nicht viel. Ja, ich wusste das. Ich hab dich schon gehört. Ich hab dich schon gerochen, my friend. Nur sehe ich irgendwie nichts. Wenn ich irgendwann mal wieder durch eine Kanalisation muss bei dem Spiel und ich habe keine verfickte Taschenlampe, heul ich. Dann heul ich, weil ich sehe nichts. Da ist eine Kiste. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ah, warte mal, die Tür ging doch vorher nicht auf, die ging doch nur von der Seite auf. Oh, hi! Kann ich eigentlich? Ah, okay, ich habe die Cut-Version, ich habe die deutsche Cut-Version. Ich kann die... Bei der UK-Version, also bei dem Uncut-Version, da kannst du die Zombies auf dem Boden nochmal in, Blätterteile zerteilen, sag ich mal. Hier schon wieder irgendwelche Viecher. Da ist eine Kiste, eine fette. Wie auf der anderen Seite. Muss ich wohl auf die andere Seite? Oh Gott, mein. Fuck off, would you? Gott, hab ich mich hier erschrocken. Kann ich aufmachen, oder? Okay, ich kann's aufmachen. Kann ich's auch wieder zumachen? Kann es auf jeden Fall wieder zumachen, aufmachen. Da fehlt eine fucking Sicherung. Da fehlt eine verfickte Sicherung. Geil. Guck ich mal einmal oben. Hä? Komm. Warum lebt ihr beide noch? Ich hab euch doch beide vorhin totgeschlagen. Warum lebt ihr denn noch? Ich will gerne in diese Tasche, aber mir fehlt eine Sicherung. Apropos Sicherung, war da nicht noch eine Tür, wo wir von der anderen Seite dran mussten? Warte mal, wo ist die denn? Die war hier irgendwo. Achso, da sind die Sachen nicht freigelassen. Da! Von der Seite verschlossen. Da ist nämlich noch eine Kiste. Wie komme ich da hin, ist die Frage. Leider Schrank. Hier war... Ne, da war das nicht... Komm, wir müssen mal merken. Rechts von uns ist noch ein Raum. Irgendwie. Das wäre dann quasi da. Da, da. Das wäre dann... Fucking... Nur von der anderen Seite... Ich komme da nicht rein.
Nur von der anderen Seite, aber von der anderen Seite geht nicht. Also muss er da irgendwo einen Weg geben. Sind die Dinger? Also, da kommt man nicht rein. Von der anderen Seite. Oh. Wenn man da wohl reinkommt? Aber. Oh. Leck mich am Arsch. Habe ich mich jetzt erschrocken. Oh, da habe ich mich erschrocken. Was habe ich mich jetzt erschrocken? Herrlich. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.